Die schwarzen Engel. Ich kann sie sehen, flüsterte sie mir zu. Einer ist jetzt direkt über dir. Er bedrängt dich. Sicher wird er sich gleich an dir festsaugen und dir schlechte Gedanken einflößen. Gerade hatte ich mich entschlossen, von der offensichtlich verwirrten älteren Frau abzulassen, als ein plötzlicher Impuls mich bleiben ließ. Wen können Sie sehen? Fragte ich. Die schwarzen Engel. Sie sind überall und versuchen, die Menschen zu verführen. Sie geben ihnen schlechte Gedanken ein, Gedanken von Hass und Neid und Missgunst. Ich kann sie sehen. Sie schweben über den Menschen und belauschen sie. Und wer sich ihnen öffnet, dem setzen sie sich in das Herz. Die Menschen, bei denen sie wohnen, werden immer schlechter und habgieriger. Ich habe sie bei vielen schon gesehen. Zuerst waren es nur schwarze Schatten, die sich um die Menschen versammelten. Dann sah ich sie deutlicher, hässliche, kleine Biester mit Saugrüssen und Flügeln wie Stechfliegen. Monströs und stets ihrem Herrn, der Lüge und dem Hass zu Diensten. Schau dich nur um, du kannst sie auch erkennen. Mit diesen Worten drehte die Frau sich um und war verschwunden. Für einen Moment hatte ich nicht aufgepasst, und so konnte ich nicht sagen, in welche Richtung sie gegangen war. Gern hätte ich sie noch etwas gefragt. Ihre Andeutung hat mich nachdenklich gemacht und ihr plötzliches Verschwinden machte alles noch geheimnisvoller. Wie meinte sie das, ich könne sie auch sehen? War es eine besondere Gabe, die sie in mir erkannt hatte, oder war sie einfach nur verrückt? Fürs Erste konnte ich dieses Problem nicht weiter klären. Ich schloss beide Möglichkeiten oder eine Mischung derselben nicht aus. Oft haben ja geistig verwirrte Menschen eine große Sensibilität in seelischen Fragen. Und der Dämonenglaube der alten Frau konnte ein Ausdruck psychischer Überempfindlichkeit sein. Als ich am Abend in meine Stammkneipe ging, musste ich an die Worte der Frau denken. Am Nachbartisch war eine laute Unterhaltung im Schwange. Es ging darum, dass Ausländer den Einheimischen die Arbeit wegnehmen und auch sonst wurde abfällig von ihnen geredet. Je mehr sich nun die Beteiligten in die Diskussion hineinsteigerten, je heftiger und fanatischer sie redeten, umso deutlicher sah ich eine Schwärze, die sich um einzelne Personen herum ausbreitete. Dunkle Schatten formten sich, verschwanden wieder und entstanden neu. Ich konnte mir das Phänomen nicht erklären. Waren es tatsächlich böse Geister, die die Menschen verführten, oder war ich einer Trugwahrnehmung aufgesessen? In den nächsten Tagen wurden die Eindrücke intensiver und klarer. Ich konnte jetzt Wesen erkennen, die aussahen wie riesenhafte Insekten, sich an manchen Leuten festsetzten und ihnen den Lebenssaft aus dem Herzen saugten, ein ätzendes Gift zurücklassend, das die Menschen verbrannte. Der Psychiater, mit dem ich über meine Wahrnehmungen sprach und dem ich auch von den Worten der Frau berichtete, sah mich nur lange an und meinte dann: Ja, sehen Sie, dasselbe hat mir gestern ein anderer Patient erzählt. Der Mann leidet unter latenten Aggressionen. Auch er hatte ein Gespräch, jedoch mit einem Kind, das behauptete, es könne böse Geister sehen, die sich an ihm festgesetzt hätten. Am nächsten Tag begann er selbst, Dämonen zu sehen. In diesem Fall, wie auch in Ihrem, handelt es sich um Autosuggestion. Das bedeutet, ein Ereignis hinterlässt einen derart tiefen Eindruck, dass eine psychische Folgewirkung in Form einer Halluzination ausgelöst wird. Ich werde Ihnen ein leichtes Beruhigungsmittel verschreiben und Sie werden sehen, es wird Ihnen bald besser gehen. Obwohl mich diese Erklärung nicht ganz befriedigte, brachte sie mich auf den Boden der Realität zurück. Die beängstigenden Wahrnehmungen verschwanden auch mit der Einnahme des Medikamentes. Doch hatte ich jedes Mal ein unbehagliches Gefühl, wenn ich Menschen sah, die sich stritten oder aus geringem Grund Gift und Galle spritzten. Auf sie lauerten die schwarzen Engel.